Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Ratchet & Clank 3 Attack in Time. So. Wo sind wir hier? Auf diesem Planeten. Okay, das haben wir ja schon auf Stufe 5. So. Hier rein erstmal. Ich glaube, hier ist nichts Wichtiges. Jetzt erstmal über den See. Oh, hi. Wer bist du denn? Dank sei Orbus. Es sind Besucher. Seid ihr hier, um Geschichten über die große Schlacht im Gimliktal zu hören? Oh, also eigentlich wollen wir gerade ein Bösewicht daran hindern. Wunderbar. Oh, es begann vor vielen Jahren. Damals war ich noch ein Kind. Was zur Hölle? Jetzt erzählt er uns seine Lebensgeschichte. Er nahm gerade seinen Dienst auf dem Erundai Außenposten, als plötzlich... In der Hoffnung, unser Dorf zu retten, führte Gribnak kaum ausgebildete, schlecht ausgestattete Soldaten in die Schlacht. Leider war ihnen kein Sieg beschieden. Häuptling Gribnak und seine Mann wurden gefangen genommen, eingesperrt, kurz begnadigt, wieder eingesperrt und getötet. Nach Sans Tod waren wir ohne Verteidigung. Ohne ihn verwüstete Commander Argos unser Dorf, indem er die Irundai-Schleuse zerstörte. Es war eine schlimme Niederlage. Oh, wäre Sahn hier gewesen, um uns gegen Argos zu verteidigen. Tja, die Vergangenheit kann man nicht ändern. Ratchet, ich weiß, wie wir den Fungoiden helfen können und zu einem neuen Transportmittel kommen. Du musst zu diesem Zeitriss. Sigmund, bitte melden. Du musst ein Zeitportal zur Schlacht im Gimliktal stabilisieren. Greife auf Bregus Almanach zu. Geschafft! Stabilisiere Zeitriss in 3, 2, 1. Okay, mal wieder ein Zeitriss. Okay. Darf man das so einfach so? Wo geht's eigentlich hier hin? Bowling Champion? Was ist das hier für ein Ort? Okay, hier, da ist jetzt noch nichts zu sagen. Ah ja, hier müssen wir rüber. Wer hat denn da seine Wäsche hingelegt?
Also, was ist in diesem Zeitriss? Achtung, elende Kreaturen! Hier spricht Commander Argos. Gemäß Artikel 17 des Argorianischen Kodex für interstellare Eroberung gehört dieser Sektor nun mir. Zieht sofort ab, sonst macht ihr Bekanntschaft mit meinen Sturmtrupps! Ja, ich helfe mal. Mister, du musst uns helfen. Argorianer hat den Häftling entführt. Keine Sorge, wir sind da, um zu helfen. Bleib hinter mir, Kleiner. Wir retten ihn. Okay, Stufe 4. Oh, au. Oh, wie viele sind denn hier? Glückwunsch! Wir haben auf den Dynamo der Verwüstung aufgerüstet. Jeder Dynamo besitzt nun eine Magnetspule, die garantiert jeden Feind anzieht und zerstört. So. Brauche ich hier Wasser? Munition! Oh ja! Neue Rüstung, bitte! Stylisch! Stufe 3. Nimm das! Komm schnell näher zu ihm hier! Kommt näher!
Stufe 4. Außerhalb des Bunkers. Deine Mutter wird sehr enttäuscht sein. Aber dieser Lordax hier will uns helfen. Ich bin Ratchet, das hier ist Clank. Ich bin Zahn, das sind Tufur und Enat. Jurik, geh mit den anderen in Deckung. Wir schützen die Schleuse. Oha! Wo haben die denn das denn wieder her? Die Hydra-Panzer versuchen, die Schleuse zu zerstören. Eine ist weg. Au! Na! Gegen zwei auf einmal ist ein bisschen heftig. Einer weniger. Einer ist weg. Immer noch tot. So, zu dir jetzt. Wie mache ich dich am besten? Keine Klingel.
Oh, die Kreise-King machen ihre Arbeit. Und der zweite ist kaputt. Hier spricht Commander Argos. Mein Angebot, euer Leben im Tausch gegen dieses Tal zu schonen, ist abgelaufen. Ihr werdet vernichtet. Commander Argos versucht, das Tal zu überfluten. Wir müssen oben auf das Schleusentor. Ich glaube, ich weiß was. Wir brauchen ein paar Rankensamen. Das verstehe ich nicht. Wie helfen uns denn Samen im Kampf gegen die Agorianer? Vertrau mir. Jetzt muss ich nur die Samen finden. Muss nur Samen finden. Wo sind die? Ach, da sind die Samen. Ich glaube, ein Ort weiß ich schon. Und zwar da oben. So. Nächster Samen. Wohin? Samen Nummer 2 ist gepflanzt. Hier ist nichts drin, gut. Das willst du nicht wissen. Komm, wir müssen zurück in die Gegenwart. Oh ja. Jetzt ein bisschen sliden. Slide, slide, slide. Sprühs. Nein, ist meine Antwort. Fürchte dich nicht, Lombard. Ich gewähre dir einen Heldentod. Du hast dich in Angelegenheit der Agorianer eingemischt, Lombard. Dafür wirst du bezahlen. Au. Nichts damit, Schild. Was hast du bezahlt, Lombard?
Wo ist denn das denn jetzt gelandet? So, Feuer. Du hast nur noch wenig Leben. No. Weißt du nicht, mit wem du es zu tun hast? Kommandant Lomax Agos, der Barbar von Berlinius. Das ist mir doch egal. So, wo bist du? Du kannst nicht sehen. Ich habe drei galaktische Kriege überlebt. Jargonianische Nadelfolter erduldet. Eine ganze Staffel von Blag, aber herzlich. Das gehört. Keine Klingen. Und der dritte Teil weg. Die Fongoiden werden diesen Tag immer ehren. Wir schulden euch beiden unseren Dank. Was möchtet ihr als Gegenleistung von uns? Also es gäbe da etwas. Wir würden gern das Schiff benutzen. Tja, es könnte etwas dauern, es aus dem Bach zu fischen, aber danach gehört es euch. Entschuldigt uns jetzt, wir müssen uns um die anderen Dorfbewohner kümmern. Ja, in 10 Jahren ist das Schiff ja schon fertig, ne? Ich mach erstmal wieder Muni. Sie ist nicht drin, Chef. Okay, jetzt sieht's hier so aus. Eine große Statue von... Aufführung? Na klar! Der historischen Schlacht im Gimliktal. Ein glänzender Sieg der fongoidischen Geschichte. Sagt, kenne ich euch beide vielleicht? Ihr kommt mir irgendwie so bekannt vor. Nein, sind zum ersten Mal hier. Und zum zweiten. Wir bewunderten gerade deinen agorianischen Kreuzer. Er ist vollkommen restauriert. Ich wollte ihn flott machen bis zur Show, aber seine Energiezellen sind leider leer. Ich glaube, da können wir behilflich sein. Wenn wir dir ein paar frische Energiezellen besorgen, dürfen wir uns dein Schiff dann ausleihen? Ja, das ginge wohl schon in Ordnung. Solange ich es rechtzeitig zur Show wieder habe. Wenn du Batteriebox findest, wirf sie einfach in diese Ladestation. Das müsste die Versa-Sicherung aufladen. Okay, ich muss erstmal die Bots finden. Keine neuen Rüstung, okay. Geld, 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 Geld. Aber ich würde sagen, ich mache jetzt hier erstmal einen Cut und bis zum nächsten Part.